Hallihallo, Hallöchen und einen wunderschönen guten sonnigen Tag. Es ist mal wieder Frühchenzeit in unserem kleinen Späti und es ist eigentlich schon kein Späti mehr, oder? Obwohl, ja, man könnte sagen, es ist noch so ein bisschen Späti-mäßig unterwegs. Was ist das denn? Ah, okay. Das sind Etiketten, damit man, die sind jetzt neu. Es gab ein neues Update. Freunde, erstmal herzlich willkommen zurück zu unserem wunderschönen Supermarkt-Simulator. Wir spielen heute wieder eine hübsche, kleine, sexy Runde und ihr seid doch mit dabei, oder? Ihr genießt doch den Tag und ich kann euch eins sagen, wir haben eine gute Zeit hier. Wir haben eine gute Zeit hier und die Zeit ist vor allen Dingen gut, um Bewertungen, Kommentare und vielleicht auch mal bei Steady vorbeizuschauen, dazulassen und sowas. Ihr wisst schon, dieses ganze Programm, irgendwie dieses ganze Creator-Influencer-Zeug halt, bla bla bla. So, willkommen im Supermarkt. So, was machen wir als erstes? Ich bin total aufgeregt. Es gibt jetzt Restocker, es gibt jetzt Leute, die befüllen für uns die Regale. Ja, es gibt Sachen, es gibt Labels, es gibt irgendwie, was weiß ich, was ist ein Clearing Label-Ding, weiß ich nicht. Okay, wir wissen auf jeden Fall durch die Labels, was wo reingehört. Was jetzt ein bisschen blöde ist, weil jetzt natürlich hier ist zum Beispiel noch Erdnussbutter, das können wir dann wegmachen. Das ist ja Quatschefug, ne? Das ist ja alles Quatschefug. So, ich weiß nicht, was da drin war. Spaghettis? Oh Gott, ich muss, habe ich die Sachen schon bestellt? Markt? Da sind schon Sachen drin. Ich kauf mal. Und jetzt gucken wir mal eben ganz kurz in der Verwaltung. Wachstum einstellen. Kassierer, Auffüller. Erst ab Level 15. Okay, gut, klar. Machen wir so. Machen wir aber erstmal hier El Turco noch voll, das Regal. Es ist voll. So, stellen wir hier ins Lager. Spaghetti. Einen guten Spaghetti-Preis müssen wir hier. Was ist hiermit? Wie kann ich das wegschmeißen? Weg damit. Was ist das hier? Kaffee. Wollen wir den Kaffee stehen? Hier. Alter, die ballert sich hier den Kaffee rein. Lässt nichts für die anderen da. Frechheit. Ich muss jetzt mal eben hier. Oh, das habe ich weggeschmissen. Das tut mir leid. Ich wollte eigentlich weiter die Umwelt verpesten. Mehl fehlt auch da oben, das Mehl. So, weg damit. Da, Mehl, schnell. Bevor es Beschwerden gibt. Ah, Mann. So, Olive Oil hatten wir auch hier unten. Auch weg. Im alten Karton. Haben wir hier noch Sachen drin irgendwo? Nö. Hier ist noch Toastbrot. Machen wir auch noch Toastbrot mit rein. Also ich würde sagen, immer so Doppelregal. Ne? Wir versuchen natürlich ein bisschen weg von unserer schändlichen Schande zu kommen. Dass das so unsortiert ist. Denn, ne? Dass wir feste Fächer haben für feste Sachen. Und weiche Fächer für weiche Sachen. Funktioniert irgendwie so nicht das Prinzip, oder? Ist aber auch egal. Ey, Käse, ist nichts mehr da. Ach, guck mal, da sind jetzt die Zahlen auch noch mit. Das ist natürlich, das ist praktisch. Das ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Euch bestimmt, mir aber nicht. Naja, neues Update, neuer Tag, neue Leute, wie es mag. Öl. Ne, Öl haben wir noch da. Aber können wir trotzdem zwei Kartons bestellen. Von dem normalen Öl. Milch. Die 6er Milchdinger sind alle. Milch. 6er Milch, Markt, schnell, 6er Milch. Braucht zwei Pakete. 2 6er Milch, so. Und komm, hier nochmal ein Paket Öl. Chocipic, normales Mehl, hiervon noch ein bisschen. Tee können wir auch nochmal bestellen. Salz, Basmati. So, einfach rein damit. Man kann nie zu viele Waren haben. Das geht nicht. Nicht in meinen Town. So. Was haben wir hier? Basmati. Den alten Schmasmati. Ich meine, immer nur ein Regal ist echt ein bisschen wenig, ne? Was ist da drin? Salt. Das gute alte Salz, ey. Aber da ist so viel immer drin. Guck mal. So, abstellen hier. Ist da noch? Da ist sogar noch was drin. Irgendwer hat gesagt, wenn ich auf C drücke, sieht man, ob noch was drin ist, weil ein Etikett dran ist. Ja, aber dann sehe ich ja gar nicht, wie viel drin ist. Ich muss ja sehen, wie viel drin ist. So ein Etikett bringt mir ja auch nichts. So, hat einer mal ein Salz gekauft schon mal? Nee. Kauft man Salz, Junge. Ja,
Ey, bist du nur am Schreddern, ne? Bist nur am Schredden, ey. So, Milky. Und sich bestimmt schon Leute beschwert, dass nichts da ist. Weg. Mann, dieses eine Öl da unten. Danke. Oh, ich nehme das. So, es sieht nämlich viel angenehmer aus dann, ne? Bam, 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 bam. So, Schockkrepik ist nämlich alle hier. Siehst du, Schockkrepik? Kassen sind zu voll. Sind sie gar nicht, du bist zu voll. Deine Oma ist voll. Entschuldigung. Da geht man nicht mit Kunden um. Kreis Industries braucht noch Schockkrepik. Nudeln. Nehmen wir wieder Wasser ein bisschen. Eier. Okay, reicht erstmal. Dieser Lieferservice, die verdienen sich ja eine goldene Nase an uns, ne? Aber so, Wasser können wir echt mal wieder auffüllen jetzt. Nudlis. Nudel, Nudel, Nudel. Eine schöne Nudel, Panzati Nudel Nudel, Panzati Nudel Nudel, Panzati an die Nudel, Nudel von Panzati, Panzati hat eine Nudel. Jeder mag die Nudel. So. Mal das auch, machen wir mal Licht an hier, es ist ja. Guck mal, die zwei Teabags. Alter, was? Ich will ein bisschen Teabaggen. Wieso konntest du Müsli nicht finden? Klar. Aber der stand wahrscheinlich so lange an der Kasse, weil der Kassierer ja hier einschläft. Der alte Cracksüchtige. Was Marty, den könnten wir. Da könnte ich doch noch einen Karton leer kriegen für unsere Streets. So. Level 13, es dauert dann wohl jetzt auch ein bisschen, ne? Die Menschen sagen, oh, dauert ein bisschen. Ey, die Kasse ist so voll, ne? Kann ich selber kassieren? Lass mich mal kassieren, Junge. Piep, 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 was ist hier los? Ey. Aber ich kann halt nicht beides machen. Geht halt nicht. Kaffee. Stellen wir noch Kaffee hier. Zwei Baggies. Wo ist Kaffee? Du kannst halt auch nie von irgendwas zu viel haben. Es ist halt einfach so. Weil es ja eh weggekauft wird. Hier nochmal Apfelsaft. Ich kaufe mal noch so ein bisschen quer ein. Hier nochmal so ein Mehl. Nochmal ein bisschen Toasty. So. Kaufen. Boah, kann ich ja bald ein. Kann ich ja bald ein Lager holen. Was konntest du nicht finden? Zapforinos? So, Toastbrot kommt ins Lager. Mehl. Mehl kann ich, glaube ich, wegräumen. Müsste genug sein, oder? Müsste genug Platz haben. Biojuice Orange. Hier, Spreckel. Spreckel ist alle. Wir haben kein Spreckel mehr. Aber Laden hat Dings hat zu. Liefert nichts mehr. Alter, ist hier so ein Rush of Olivenöl. Das ist von rohen Oliven. Aber ich glaube, das ist eh, ne? Ich glaube, das ist es sowieso. Naja, macht ja auch nichts. Was, was, was? Kasse voll? Was hat die gesagt? Laden zu hier. Guck mal, die wollte gerade noch was kaufen. Und das ist am schlimmsten. Kennt ihr das? Das ist so richtiges Kindheitstrauma. Du stehst als Kind an der Kasse, hast kein Geld in der Hosentasche, nix. Ne? Und so vorne fängt der Kassierer an, schon Sachen aufzurufen, aufzupiepen hier. Und die Mutter oder Vater so, oh, ich hab noch was, warte du hier, so ungefähr. Ne? Und dann stehst du da so ganz allein und der fängt vorne schon an zu scannen. Und irgendwie der Elternteil rennt einfach weg und lässt dich alleine in deinem Laden stehen. So nach dem Motto, ja, das Kind regelt es schon. Anstatt einen loszuschicken, es selber zu holen? Nee, nee. Ich bin dann so der Typ, ich lasse das dann so durchscannen, bringe meine Einkäufe zum Auto und gehe dann einfach nochmal und hole es.
Boah, ich muss mir gerade mal hier einen Schluck gönnen, ey. Richtig einen eiskalten Schluck Erdbeermilch, Alter. Apfelsaft. Den packen wir schon mal mit drauf auf die Liste. Können wir euch zwei nehmen. Und Spreckel ist auch alle gewesen. Verwaltung. Ganzen Lager. Im Moment habe ich jetzt 800 bezahlt, nur um das Lager zu öffnen, oder was? Ach so. Abschnitt 2. Wollte schon sagen. So. Jetzt räumen wir erstmal hier. Keiner hat Salz gekauft. Das stimmt mit den Leuten nicht. Kann hier nicht geworfen werden. Warum denn nicht? Ich werfe aber so gerne mit Sachen. Gibt's auch Lagerregale? So, dann erstmal hier die Öztürk-Cola, die gute. Tee. Ah, siehst du. Toasty Brot. Bisschen auffüllen. Egal, noch habe ich ja Überblick. Da muss auch eine Lampe rein oder so ins Lager, ne? Weil ist alles mal egal. Ne, da ist voll. Dann haben wir Nudeln und so. Dann können wir im Endeffekt von jedem Produkt morgen irgendwie ein bisschen was bestellen. Weil jetzt können wir alles ins Lager bringen, was übrig ist. Und ihr werdet sehen, mit so einer richtig ordentlichen Lagerordnung, wie sie dann bei Kreis Industries Vorschrift ist, da werden wir, ja, unser Glück finden. Da bin ich mir ganz sicher. Hier sind so ein paar Kartons, wo ich mir denke, die könnten auch noch mal ein bisschen weiter auf die Straße, ne? Einfach hier die Straße runter auch verteilen, so. Frag mich, ob... Ich weiß nicht, sieht das so aus, als wären es mehr geworden? Oder sieht es so aus, als würden Kartons verschwinden? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir beenden den Tag. Produkte nicht gefunden? Ja, bliblub. So, wir starten. So, Bourlet, die Milch Bourlet ist teurer geworden. Milch Bourlet. Wir haben nur eine Milch, oder ist das die Milch Bourlet? Ja. Ja, dann nehmen wir 420, würde ich sagen. Nehmen wir 420, machen wir richtig Caches. So, ne, was brauchen wir jetzt hier? Hier ist, warte mal, da können wir das Etikett erstmal entfernen. Olivenöl, Milch. Apfelsaft, Olivenöl, Milch, Apfelsaft, Milch. Okay. Markt. Olivenöl. Dann brauchen wir hier die Milch. Dann brauchen wir normale Milch. Dann brauchen wir Apfelsaft. Richtig. Dann brauchen wir Olivenöl. Ach, schon Maximum. Schon Maximum. Naja. So, wir machen die Butze richtig angenehm. Wir machen es in der Butze, in der Butze, auf die Hutze, in der Butze, auf die Hutze. So, da unten, da ist Milch. Noch was drin, 2 Stück. Pack ich ins Lager. Irgendwann werde ich für jedes Produkt einen eigenen Kühlschrank besitzen. So, 2 Fächer, das müsste eigentlich dann leer sein, ne? Ja. So, dann brauche ich hier die Milch. Die wollen alle immer, alle wollen die Milch. Irgendwann können wir vielleicht auch, falls was im Karton bleibt, finden es ja irgendwann. Mann, ist unfair, dass man Sachen nicht werfen darf, wenn man sie will. Man einfach sagt, ja, ein bisschen Hasswurf. So, Zip Zap Soda ist nämlich auch hier. Lunzi. Oder war noch was drin? Ne. Applesaft haben wir jetzt erstmal genug da stehen. Wird mir eh nicht. Da ist noch mehr Applesaft. Wie viel Apfelsaft habe ich denn bestellt? Warum ist hier so viel Apfelsaft?
Irgendwie habe ich ein kleines Apfelsaftproblem entwickelt. Naja, ist ja egal. Jetzt haben wir erstmal Apfelsaft. Toll, aber so musst du auch immer wissen, was noch im Lager ist. Dann hatten wir da unten haben wir noch so eine Soda. Erdnussbutter, Spaghetti, Mehl, Kaffee. Das sind immer Sachen, die immer gehen. Erdnussbutter, Spaghetti, Mehl, anderes Mehl, Kaffee. Kaufen wir. Ist die Butze. So, wir können aber schon mal aufmachen. Können wir schon mal aufmachen. Ist da ein voller Karton noch? Auch irgendwie komisch, ne? Okay, vielleicht werden wir das Lagersystem trotzdem nochmal überarbeiten demnächst. Aber jetzt machen wir erstmal hier. Machen wir so. Mhm. So. Dann lagern wir alles, was quasi Zeug ist. Wenn ein Etikett drauf ist, ist noch was drin, ne? So. Hier den Eumel stellen wir mal hier neben. So, 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 so. Spaghetti. Einer mit. Ein paar Elo-Spaghetti hier. Ich hab Elo. So, das Kreis Industries System verbessert sich von Tag zu Tag. So, Spaghetti hier. Susuika. Nudeln. Noch mehr Nudeln? Nee. Da ist noch Milch, Basmati. Hier, komm, jetzt muss doch mal einer ein Salz gekauft haben. Kauft denn niemand Salz? Doch, da, ich wollte schon sagen. Ey, endlich kauft mal einer ein Salz. Ey, ich schmeiß so gern Kartons. So. Die Erdnussbutter kommt dahin. So viel brauchen wir nicht. Die verkauft sich im Moment nicht so gut. So, machen wir zu. Und räumen das hier dazwischen. Das ist so normale Milch hier. Die muss da irgendwo noch Platz haben. Wieder eine, zwei Kartons da. Weg damit. Hey, hey, wollte der die Finger in mein Lager stecken hier oder was? Habt ihr den gesehen? Der wollte in mein Lager fingern. Ich verrenke mir hier die Pfoten, ey. Im G und C und I und was ist das hier? Die Getränke ordnen wir mal hier so in die Ecke rein. So, jetzt haben wir so ein bisschen eine Übersicht geschaffen. So, gut. Da siehst du, dann weiß ich nämlich jetzt schon, Basmati, Alter, Basmati hier, haben wir hier. Und dann holen wir den Basmati. Und räumen den hier rein. So sieht's aus, der alte Basmati. Und dann kann ich den Karton zumachen. Und dann kann ich den so auf die Straße werfen. So auf die Straße werfen. So. Machen wir die Dings. Haben wir noch Käse? Hab ich hier noch irgendwo Käse? Nö. Gut. Dann. Kassen sind voll, aber das ist das einzig große Problem gerade, ne? Hier Toastbrot haben wir eh noch woanders. Käse. Direkt zwei Pakete. Eier nochmal ein bisschen. Öl nochmal ein bisschen. Hier schwuppdiwupp. 1, 2, 3. Hier ein bisschen rein. Ich glaube hier die Soda, da fehlt auch noch was, glaube ich. Orangensaft. Haben wir keinen Platz mehr für. So, hier die alte Soda, da unten. Die ist im Bückregal, deswegen ist nicht so schlimm. Oh, ist sogar leer, oder? Ja. Ab jetzt ist es nur noch ein International Delivery Problem. Gut, das Ding können wir hier zu den Getränken packen, an die Wand. Dann haben wir noch mehr Basmati.
Wieso habe ich jetzt so viel Basmati? Haben wir hier schon Basmati irgendwo stehen? Nö. Stell ich in die Ecke. Dann hier Susu. Das verkauft sich gar nicht gut, ne? Kauft sich gar nicht gut, aber da hinten haben wir noch was davon. Käse, 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 Käse. So. Alter, was ist mit Wasser los? Kassen sind voll, ja, dann. Was hat es damit zu tun, ob die jetzt voll sind oder nicht? Kannst doch trotzdem einkaufen. Stell dich halt dahin, Junge. Mehl haben wir auch noch da. Ist auch schon irgendwie voll viel bestellt. Oil. Oily Oil. Können wir erstmal was einräumen. What a feeling. Spritz mir das Öl auf meinen Körper. Eier. Fass die Eier an. In den Kühlschrank. Fass die Eier an. In den Kühlschrank. Eier fliegen hin und her. Ich kann nicht mehr. Eier kommen ins Lager. Nur noch Eierlager hier mäßig was. Ne. So. So, so, so. Ja, ja, ja. Guckt euch das mal an. An Kasse 3 hat einer einen Haufen gemacht. Es tut mir sehr leid. Speckel. Ist Speckel noch hier? Speckel ist da. Speckel ist noch da. Es roch so wunderbar nach Käse. Am Mittagstisch. Ja, ich glaube, wir brauchen langsam echt mal eine zweite Kasse. Ah, Wasser. Wasser, 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 Wie konnte ich das Wasser übersehen? Bam, bam, bam. Muss sich ja auch lohnen irgendwie, deswegen. Aber jetzt haben wir ein Lager. Jetzt können wir immer ein bisschen überproduzieren hier. Geh weg. Gib Wasser. Hier, bleib stehen. Komm zurück, es gibt Wasser. Ich sehe halt im Lager nichts, ne? Bring den Laden schließen hier. Ja doch, aber so mit Lager und so gefällt mir das schon ein bisschen besser, ne? Müssen wir dann mal gucken, dass wir irgendwann... Wann können wir einen zweiten Kassierer einstellen? Achso, warte, erstmal noch Bank. Müssen noch Bank hier. Nee, kein Darlehen. Zahlungen. Wo sind meine Rechnungen? Verwaltung. Die Rechnungen. Hier. Oh. Jeden Tag 50 Dollar Miete. Alter. Wow. Das ist schon wow. Markt. Möbel. Also die Kasse... Kassenschalter? Kassenschalter gespiegelt. Ach so, dass die Leute von der anderen Seite... okay, verstehe. Das ist ein gespiegelter Kassenschalter. Also eine Kasse selbst kostet 500. Und einstellen können wir niemanden, weil... Einkauf ab 400 Einkäufe müssen wir erst abschließen. Und ein Supermarktlevel von 20 für einen zweiten Kassierer. Wow. Das ist eine Menge. Naja, wir warten erstmal, bis er eingekauft hat hier. In der Zeit kann ich ein bisschen aufräumen noch. Wir stretchen einfach den Müll so ein bisschen. So, das sieht dann großflächiger aus, aber auch als Kunstwerk später viel interessanter. Ich bin mal gespannt, wie es irgendwann aussieht hier. Und ob er überhaupt die Kartons so lange saved. Oder irgendwann sagt, nö. Ich habe nämlich jetzt schon das Gefühl, dass das nicht alle Kartons sind, die wir da jemals hingeworfen haben, oder? Keine Ahnung. Also wenn ich zu Hause einen Pappkarton habe, habe ich schon das Gefühl, mein Haus wäre voll und ich kann mich keinen Meter mehr bewegen. Ah, so. Tag beenden. 6,89. So, Lespitz Öl ist ein bisschen billiger geworden.
Ja, gut, machen wir 480 oder 470. Keine Ahnung, 475. So. Nur, dass die Preise schon mal angepasst sind. Das muss ja auch schon mal irgendwie gehen. Und beim nächsten Mal dann bestellen wir einfach und packen immer mehr ins Lager. Hier ist noch gesperrt. Wie viel Geld hätte ich zur Verfügung? Ich vergesse immer diese blöde... Ich habe immer diese dämliche Overlay halt, ne? Was mir den Sicht, die Sicht auf meine Moneten... 6,89. 6,89. Was kostet eine neue Produktlizenz? Verwaltung, Lizenzen. 5,50. Kuchen, Süßigkeiten, Müsli, Schokoriegel und Joghurts. Puh. Ich weiß nicht, ob wir da nicht noch erst nochmal... Ich glaube, wir machen erstmal noch einen Tag so. Weil dann können wir vielleicht mit ein bisschen Glück... können wir... müssen noch ein Regal kaufen, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, das kriegen wir hin. Machen wir aber beim nächsten Mal, oder? Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen da draußen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao, mit au!